Seid gegrüßt, herzlich willkommen zum 22. Update meines LEGO Coruscant Mocks. Letzte Woche habe ich damit angefangen, meinen Mock zu beleuchten mit LEDs. Kurzes Recap, letzte Folge habe ich die Bar im Inneren beleuchten lassen, sowie den Eingang zum Outlander Club beleuchtet. Diese Woche habe ich ja gesagt, werde ich die drei Lampen oberhalb des Eingangs beleuchten lassen, damit das Licht schön von oben die Straße beleuchtet. Dies habe ich jetzt auch gemacht. So sieht das Ganze aus. Ich finde, es ist ziemlich nice geworden. Vor allem, wenn man das Licht ausschaltet, sieht jetzt die Fassade Star Wars-haft aus. Ja, aufgrund des Zusammenspiels vom Licht und Schatten. Die Lampen habe ich jetzt genau gleich verkabelt wie letzte Woche. Im Prinzip habe ich jetzt eine Lichtdiode durch jede einzelne Lampe durchgezogen bis an das andere Ende des Moduls, wo dann die ganzen Kabel wiederum zusammengeführt werden. Hier habe ich eine Länge von 30 cm verwendet. Da würde ich generell empfehlen, diese Länge. Die ist halt meistens die optimalste, um solche Verkabelungen durchzuführen, weil die 15 cm Länge je nach, sage ich mal, Höhe, Breite des Moduls einfach nicht ausreicht, um so einen Kabel durch das ganze Modul zu ziehen. Es sei denn, man tut sie im Inneren miteinander verbinden und dann über ein Verlängerungskabel, das Ganze miteinander verbinden, ist auch eine Option. Ich habe das jetzt hier oben anders gelöst, wie man sieht. Momentan habe ich jetzt zwei separate Batterieboxen. Die eine ist quasi für diese zweite Ebene, während die zweite Box für den Eingang und die Bar verantwortlich ist. Wie ich das schlussendlich verkabeln lasse, ist noch offen. Vielleicht führe ich das gegen Ende zusammen. Ich muss sowieso eine Technikkonstruktion bauen, die die ganzen Boxen hält und versteckt. Langfristig wäre die Idee, also vor allem wenn mein Mock jetzt wächst und ich dann hunderte von solchen Boxen und was auch immer habe, die langfristige Idee wäre hier aber schon, dass man Sensoren einbaut, sodass man mit Hilfe einer Fernbedienung sämtliche Lichter auf einmal einschalten kann. Denn weil das Zeug ja modular gebaut ist, wird es ansonsten sehr aufwendig und problematisch, um sozusagen alle Lichter einzuschalten, sämtliche Module abzubauen, wieder aufzustellen. Ja, das ist einfach sozusagen logistisch ein riesiger Aufwand, den ich durch Sensoren mittelfristig vermeiden möchte. Aber ja, das war's eigentlich schon mit dem Update. Diese Woche habe ich jetzt wirklich, glaube ich, nicht viel gebaut. Nächste Woche neigt sich ja das Jahr dem Ende zu und ich habe mir überlegt, dass ich mal die LEGO Star Wars Sets aus dem Jahre 2022 ranke. Ihr kennt ja diese Tierlists von YouTube, die von D bis S Rang gehen. Das werde ich nächste Woche machen und dann so in der ersten Januarwoche werde ich weiter mit der Beleuchtung fortfahren und zwar beginne ich das Apartment von Padme zu beleuchten mit dem Fokus auf das Wohnzimmer. Genau, falls ihr irgendwelche Vorschläge, Fragen zur Beleuchtung habt, whatever, seid ihr herzlichst dazu eingeladen, einen Kommentar zu hinterlassen. Like das Video und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.